Was ist los? Warum ist es so still? Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Ich höre nicht einen Mucks, nicht einmal den Wind. Das ist sehr untypisch für die Forscher. Sharp, ich habe Angst. Ich passe auf dich auf, Celia. Sie sind da. Hallöchen, hübsches Mädchen. Erdlinge, wir sind das Elite-Team der Alice Academy. Bellatrix, okay. Wir tragen den Codenamen G, G für Genesis. Genesis? Dies ist also das stärkste Team von Elias. Sie sind so still. Das macht sie so furchteinflößend. Mein Gott, ich kann nicht lesen, ey. Ich komme gleich zur Sache. Gebt das Notizbuch der Meister heraus. Was? Wir haben zwei Ziele, die Ramen-Elf zu besiegen und das Notizbuch der Meister an uns zu nehmen. Sobald wir diese Ziele erreicht haben, werden wir keine weiteren Schulen zerstören. Was? Woher wisst ihr von dem Notizbuch der Meister? Hört auf, ihr Elends. Wir werden nicht einfach so klein beigeben. Wenn ihr das Notizbuch wollt, müsst ihr kämpfen. Du erbärmlicher Wichtigtuer. Wie? Hat die mich an. Was? Wie hat die mich genannt? Wehrt eure Niederlage umso schmerzhafter. Ihr könnt euren Schicksal nicht entrinnen. Warum fällt es euch nur so, Menschen so schwer, das zu begreifen? Ich verstehe es einfach nicht. Wisst ihr, beinahe tut ihr mir leid, Foxo. Ihr werdet vor unseren Spezialtechniken erzittern. Bellatrix, das reicht. Oh. Captain. Das ist also ihr Captain. Wenn ich so viel gesagt habe, hättest du mich früher aufhalten müssen, Zähne. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun, als dich um diese armseligen Erdlinge zu sorgen? Ich erfülle meine Pflichten. Das ist der Wunsch meines Vaters. Forkshow, wir nehmen eure Herausforderung an. Erkennt Magi nicht? Auf geht's, Leute. Wir schaffen das. Diese Stimme. Ja, Shop ist der Einzige, der das herausgefunden hat. Das harte Training hatte sich ausgezahlt. Forkshow war wesentlich besser als bei unseren ersten Begegnungen. Genesis war doch hier stärker als alles, was wir uns hätte vorstellen können. Zu langsam. Zu träge. Zu einfach. Macht sie fertig. Oh nein! Sie sind schnell. Man kann sie kaum sehen. Wie ist das möglich? Gegen die haben wir nie eine Chance. Abwarten. Hm? Zumindest einer von uns hat noch nicht aufgegeben. Nehmt es! Devin, den musst du halten! Ich werde die Technik verwenden, die mir Mark beigebracht hat, die unendliche Hand. Damit halte ich sie bestimmt auf.
Los, Dorin! Unendliche Hand! Die unendliche Hand durchschlagen. Unmöglich. Die Technik meines Opas. Die stärkste aller Torwarttechniken. Vielleicht hat Darren die Technik noch nicht ganz gemeistert. Der Schuss war wirklich nicht von dieser Welt. Genesis spielt einfach in einer anderen Liga. Los, Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Gebt nicht auf. Mit so einer Haufen Amateure macht es keinen Spaß. Die können nicht mal aufrecht stehen. Genau wie wir dachten, sie sind nutzlos. Das ist ja ein Aufwärmspiel für große Herausforderungen. Mark, es tut mir leid. Auf geht's, Raymond Elf. Ihr seid jetzt an der Reihe. Wir sind eigentlich neu gekommen, um euch zu schlagen. Wir wissen Bescheid, Genesis. Aber eins sage ich euch, wir machen euch fertig. Evans. Mark Evans. Vorsicht, Mark. Diese Aliens wissen anscheinend nicht, was sie tun. Aber es gibt trotzdem keinen Grund zur Sorge. Das ist eine gute Gelegenheit für mich, ein paar geniale Schüsse ins Tor zu dreschen. Nein. Nein? Der Einzige, der in diesem Spiel aufs Tor schießt, bin ich, Sean Frost. Du? Wovon redest du? Ein Verteidiger wie du hat doch überhaupt keine Ahnung vom Schießen. Aber... Komm schon, gib mir einfach den Ball. Gegen diese Kelle ist die Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Frost, hör mir zu. Hey, Frost. Sei still. Frost, alles in Ordnung? Was ist denn los? Gar nichts. Mir geht's gut. Na gut, wir zählen heute auf dich, Frost. Wir brauchen die ganze Kraft des eisigen, ewigen Eisfinders. Gut. Es ist soweit, Roman Elf. Wir sind bereit, wenn ihr seid. So, mache dich bereit für Genesis. Okay, haben wir alles geheilt? Nein. Ich will mich nochmal heilen. Wo haben wir denn hier so ein Heilungs-Dingsbums? Ist hier irgendwo einer? Ach, hier oben vorne, ne? Ja, hier vorne. So. Ich denke mal, die erste Halbzeit werden wir noch spielen können und die zweite Halbzeit werden wir dann, muss ich wieder dann halt schneiden, ne? Ist ja ganz normal. So, los geht's. Eine weitere Alice Academy Mannschaft. Das ist also Genesis' große Stärke. Wie kann man Gegner schlagen, die man kaum sieht? Sie sind so schnell. Es geht es Nathan gut? Er sieht besorgt aus. Und Frost sieht auch nicht gerade gut aus. Ich hoffe, die beiden sind in Ordnung. Puh, ich werde gewinnen. So war ich Sean Frost heiße. Seht mal, der Captain der gegnerischen Mannschaft geht auf Markzug. Mark Evans. Endlich können wir gegeneinander antreten. Hä?
Woher kennst du meinen Namen? Ich habe dich beobachtet, seit du angefangen hast zu spielen. Deine Entwicklung als Spieler und auch als Person war bewundernswert. Danke. Mark, keine Zeit, um mit dem Gegner Höflichkeiten auszutauschen. Dennoch fürchte ich, dass ich keine andere Wahl habe, als dich zu besiegen. Wir müssen diesem Planeten eine Lehre erteilen. Wir müssen den Leuten beibringen, was richtig und was falsch ist. Hm? Fangen wir an. Wir sind Genesis. Wir sind das beste Team der Alias Academy. Rayman vs. Genesis. Eine weitere Herausforderung von Alias Academy. Rayman Jr., hi. Oh, nee, das geht mal gar nicht. Du bist viel am Platz. Zack. Okay. Ja, wir werden jetzt aus dem Hardland reinpacken. Ja, warum ist... Hallo? Mittelfeld. Verteidiger. Okay, das passt. Das passt auch. Wir haben noch einen Stürmer, wir haben Verteidiger, okay. Alles klar. Na gut, versuchen wir mit diesem Team. Genesis. Okay, Witz und Xavier sind vorne in der Front. Okay, Nero ist unser Torhüter, den wir bezwingen müssen. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass wir gegen sie gewinnen. Wenn nicht, dann wird es eh wieder in der Revanche sein. Aber ich glaube nicht, dass ich gewinne. Ach, ich habe auch noch was Neues herausgefunden. Ich warte mal noch. Setzt ihr mal eure Attacken ein. Wie ich die heiße Phase aktivieren kann. Denn ich habe den ersten Teil mal gespielt. Und da wird ja alles erklärt und hier wurde gar nichts erklärt. Oh, ich wusste, dass Genesis gut ist. Aber diese enorme Kräfte überrascht mich trotzdem. Was? Malus? Malus ist super. Unser Team ist in Topform, aber wir haben trotzdem keine Chance gegen sie. Wir haben doch erst gerade knapp 3 Minuten was gemacht. Hallo, was soll das denn? Also gut, Frost. Wir geben dir den Ball und du gibst ihnen den ewigen Eiswind. Hey, Frost. Hörst du überhaupt zu? Komm schon, Sean. Lass mich das machen. Es ist Zeit für den ewigen Eiswind. Nein, das ist etwas, was ich allein tun muss. Ansonsten ergebe das doch keinen Sinn. Frost! Was ist denn mit diesem Spinner? Er ist aus Angst und verrückt geworden. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Frost, geht es dir gut? Nathan, es tut mir leid. Ich habe das Team im Stich gelassen. Was? So einen Blödsinn habe ich noch nie gehört. Du hast meine Geschwindigkeit beneidet. Stimmt doch, oder? Wie? Du hast es gehört? Was hast du gehört? Du solltest nicht neidisch auf mich sein. Es ist nämlich eigentlich so. Ich beneide dich. Ich kann nicht mit deiner Entschlossenheit und Leidenschaft mithalten. Ich habe das von Anfang an gemerkt. Aber Frost, lass uns nach dem Spiel nochmal darüber reden. Wenn du dich nicht bewegen kannst, werde ich für dich doppelt so schnell rennen. Lass uns diese Genesis-Typen schlagen. Okay. So, auf geht's. Gretchen. Ich glaube, er kommt durch. Ja, er kommt durch. Rennst du nicht ein bisschen schneller, Nathan? Selbst für deine Verhältnisse? Was passiert denn hier?
Ach komm, geht eh rein. Ich glaube, wir können eh nicht gewinnen. Phantomenstrahl. Das ist Kamehameha, das ist was falsch. Drin. Da kann ich einsetzen, was ich will, denn ich will noch keine TP verbrauchen. Tor! Wie schade für euch. Die Stimme kenne ich doch schon. Das war doch auch bei Janus so. Was für eine Flasche. Guter Schuss, aber den nächsten halte ich sicher. Ich weiß nicht, ob ich gewinnen muss, dann wäre es übelst. Das werden wir herausfinden. So, abblocken, aber die sind immer ein bisschen besser. Blitzsport. Yeah, das sah auch geil aus. Nein, aber beim nächsten Mal schaffe ich es. Wir werden nicht zulassen, dass all das Training umsonst war. Glaubt ihr wirklich, dass wir euch gewinnen? Wo ist denn er? Da. Abblocken. Alles. Du steigerst dich zu sehr rein, Nathan. Beruhige dich bitte. Aha. Das nächste Mal zeigen wir es euch. Ihr werdet schon sehen. Nathan, was ist los mit dir? Nein. Aha. Das nächste Mal kriegen wir euch. So viel ist sicher. Was geht denn hier ab? Soll das? Komm, ich mach mal den Turm. Aber die haben eh Steckertechniken. Blitzspur. Aber setz sie ruhig mal ein. Spielt einfach immer weiter den Ball zu mir. Ich schaffe das. Hallo. Eisdrucklauf. Meteorbomber. Ja, nee, ist klar. Das ist jetzt mal der Oberwahl. Oh doch, für sie verliert auch TP. Astro-Knaller. Oh. Ich glaube, da kommt die Attacke. Nee. Das bringt nichts. Und ja, war klar. Ich muss irgendwas mit Nathan machen. Das steht schon mal fest. Ansonsten habe ich ein Problem. Ich muss was mit Nathan. Ich glaube, ich muss ihn im Mittelfeld packen oder in der Mitte, weil er kommt nicht dahin, wo er hin soll. Das ist wie mit Bayern. Er kann irgendwas Entscheidendes machen gerade gegen sie. Ja, super. Die kommen immer so schnell auf einen zu. Ja, ist doch logisch, dass sie gerade. Ja, spielt einfach zu mir. Kann hier nicht gewinnen, siehst du doch. So, komm. Der Turm. Blitzspurt weg. Was? Kann halt sein, dass. Ja, der TP aufgefrischt. Mann, ey, Nathan kriegt einfach den scheiß Ball nicht. Das bringt eh nix. Sag ich doch. Mit normalen Schuss. Tor! Wie schade für euch. Ey, das ist so unglaublich. Warte mal. Keine Ahnung. Was er vorhat. Bisschen Ball. Was passiert jetzt? Ich habe
trainiert. Es gibt niemanden hier, der schneller ist als Nathan Swift. Es ist mir egal, gegen wen ich spiele. Ich würde auf keinen Fall verlieren. Nathan verspürt einen Energieschub. Nathan tippt wohl... Multidribbling. Super, ich hab noch nicht mal angefangen. So sieht es aus, Nathan. Weiter so. Ich kann das schaffen. Spielt immer den Ball zu, ja? Super. Sie werden uns nicht so einfach ein Tor schießen lassen. Aber wir werden ein Tor schießen. Und wenn wir gewinnen. Und wir werden gewinnen. Ganz ehrlich, müssen wir jetzt wirklich gewinnen, ey. Das war jetzt ein bisschen übel. Das ist die richtige Einstellung, Frost. Lasst uns in der zweiten Halbzeit alles geben. Mark Evans. Ich habe immer gedacht, dass es Spaß machen will, gegen dich zu spielen. Es scheint so, als hätte ich recht gehabt. Ha, das nächste Mal werde ich dir den Ball abnehmen. Du wirst schon sehen. Wenn es um Geschwindigkeit geht, kann niemand mit mir mithalten.